Willkommen, Freunde einer Lob Unterhaltung zu Hunter und Kron, heute mit Codenames von Vlada Hvatil. Ja, Vlada Hvatil, aber... Im Livestream hat sie es richtig gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich kann mir die richtige Aussprache nicht merken. Auf jeden Fall, ihr wisst, wer ein großartiger Designer, schon viele coole Spiele für Czech Games Edition gemacht. Ja. Und Codenames könnte sich da gut einreihen. Ja, deutsche Version jetzt beim Heidelberger Spieleverlag im Vertrieb. Das Ganze ist für 2 bis 8 Spieler, aber die 8 ist sogar mit einem kleinen Plus versehen, weil theoretisch kann man es auch in noch größeren Gruppen spielen. Sprich nichts dagegen. Ab 14 wird es empfohlen. Häuptling Wilde Himbeere ist tatsächlich auch begeistert. Ich stutze jetzt über die 14. Aber mein Gott, man kann es auch wirklich, wer da Lust drauf hat, ab 10-Jährigen, die da irgendwie Bock drauf haben, kann man es auf jeden Fall auch schon spielen. Und es dauert nur schlanke 15 Minuten. Und kostet, glaube ich, auch nur 15 Euro. Oder so. 1 Euro pro Minute. Codenames ist ein Wortspiel, das in Teams gespielt wird. Stellen wir uns einfach mal vor, 6 Leute sind zum Spieleabend erschienen. Wir teilen sie in 2 Gruppen auf, 3 Spieler. Die eine Gruppe ist dann das Team Blau, die andere Gruppe ist das Team Rot. Jede Gruppe ernennt einen Geheimdienstchef, der sich auf eine Seite des Tisches sitzt, so wie ich es jetzt gerade hier tue. Die anderen sind automatisch die Ermittler und nehmen auf der anderen Seite des Tisches Platz. Dann werden hier 25 Begriffe aufgedeckt in einem 5x5 Raster. Auf jeder Karte steht ein Substantiv, manchmal auch sowas wie New York, also ein Städtename. Die Geheimdienstchefs ziehen dann hier eine Karte, stecken die hier rein. Ist ganz wichtig, dass nur die Geheimdienstchefs diese Karte während des Spiels sehen, weil da steht jetzt die Lösung drauf. Lösung, was bedeutet das? Ich habe von 2 Teams gesprochen. Es geht in Codenames, wie der Name sagt, darum, die richtigen Agenten zu spotten, also herauszupicken aus dieser Masse an Agenten. Jeder dieser Begriffe hier ist sozusagen ein Codename für entweder einen Agenten Team Rot oder einen Agenten Team Blau oder einen ganz unbeteiligten Zuschauer hier, der wirklich rein gar nichts mit der Sache zu tun hat. Oder dann gibt es noch ein schwarzes X auf jeder Karte. Das ist hier der Attentäter und von dem wollen beide Teams die Finger lassen. Es ist jetzt also Aufgabe der Geheimdienstchefs, mit geschickten Tipps ihr Team auf die richtigen Codenames hinzuweisen. Ich sehe ja hier, nehmen wir an, ich bin der Geheimdienstchef Blau, dann sehe ich hier auf der Auflösungskarte, welche der Begriffe alle blau sind. Diese blauen Begriffe sind sozusagen blaue Agenten. Auf diese Agenten möchte ich mein Team jetzt hinweisen. Und um mein Team auf die richtige Fährte zu schicken, darf ich jetzt auch nur ein Wort Tipps geben. Ich darf hier keine ganzen Sätze sagen, ich darf nicht singen und nicht tanzen, sondern wirklich ganz reduziert ein Wort darf ich sagen, gefolgt von einer Zahl. Mit der Zahl weise ich darauf hin, wie viele Karten ich mit diesem ein Wort Tipp im Sinn habe. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, vorausgesetzt natürlich, die entsprechenden Karten sind auch wirklich alle blau. Tun wir einfach mal so, als wären die Karten, an die ich jetzt denke, blau sind. Und ich sage Tier 3. Mein Team fängt kurz an zu grübeln und kommt dann wahrscheinlich recht schnell drauf, der meint bestimmt die Maus. Dann zeigen sie auf die Karte, beratschlagen sich, wenn sie sich einig sind, die Maus hat er bestimmt gemeint. Wenn es richtig ist, wenn es wirklich um einen blauen Agenten handelt bei der Maus, dann lege ich jetzt hier einfach so eine blaue Karte drauf und mein Team weiß, super, das war tatsächlich ein blauer Agent. Jetzt, ich habe ja Tier 3 gesagt, sie können also noch 2 weitere Karten erraten, auf die ich hingedeutet habe. Dann kommen sie vielleicht auf die Ente hier unten. Dann grübeln sie noch ein bisschen und nehmen noch den Dinosaurier. Tata, waren alles 3 blaue Agenten. Genau die 3 Karten habe ich mit meinem Einwort-Tipp gemeint. Es kann aber natürlich auch ganz anders kommen. Schauen wir uns mal die Karte hier an mit der Auflösung. Ist natürlich jetzt nicht so, dass ich das Glück habe, dass Maus, Dinosaurier und Ente wirklich im blauen Team sind. Im Gegenteil, man hat dann oft das Gefühl als Geheimdienstchef, dass die Begriffe hier überhaupt nicht zusammenpassen. Und dann muss man wirklich schon grübeln, was für einen Tipp kann ich denn jetzt da geben, dass mein Team auf möglichst viele Karten kommt. Auf eine einzelne Karte hinzuweisen mit so einem Einwort-Tipp ist natürlich wirklich nie ein Problem. Nehmen wir an, ich will auf die Karte Lehrer hinweisen, sage ich einfach Schule 1. Und mein Team wird mit 99,9%iger Sicherheit auf die Karte Lehrer kommen. Aber darum geht es natürlich nicht. Wenn ich jetzt noch den Stift und den Lehrer hätte, dann sage ich schon Schule 2 und ja, hoffe natürlich, dass sie die richtigen Karten nehmen. Das Teuflische ist, es gibt eben noch den Attentäter. Ich darf zu keinem Zeitpunkt als Geheimdienstchef einen Einwort-Tipp geben, der
auch nur im Entferntesten auf die Karte hindeuten könnte, die der Attentäter ist. Schauen wir uns mal hier die Auflösung an. Da ist das X nämlich jetzt zufälligerweise der Dinosaurier. Hätte ich jetzt also Maus und Ente in meinem Team, also wären Maus und Ente blaue Geheimagenten, aber der Dinosaurier ist der Attentäter, dann wird es mit dem Tier-Tipp schon ziemlich knifflig. Ich könnte Tier 2 sagen. Maus und Ente sind natürlich die offensichtlichen Tiere, aber dann fängt mein Team vielleicht plötzlich an, um eine Ecke zu grübeln und vielleicht hat er den Dinosaurier ja gemeint. Und das ist die besondere Aufgabe der Geheimdienstchefs, Tipps zu geben, die relativ eindeutig auf die Karten hindeuten, die auch gemeint sind und bloß auf keine von den anderen Karten hindeuten. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Was wird denn passieren, wenn mein Team falsch rät? Wenn sie einen unbeteiligten Zuschauer erwischen, ist der Zug einfach vorbei. Ist nichts weiter passiert. Das gegnerische Team hat keinen Punkt gemacht. Wir haben auch keinen Punkt gemacht. Kein guter Zug. Gerade nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Aber es kann auch passieren, dass sie natürlich einen gegnerischen Agenten aufdecken durch meinen Tipp. Die interpretieren irgendwas in den Einworttipp des Geheimdienstchefs hinein, das er überhaupt nicht gemeint hat. Dann ist der Zug natürlich auch zu Ende und das gegnerische Team ist wieder dran und man hat dem gegnerischen Team noch einen Punkt geschenkt. Und falls wirklich das Unglück passieren sollte, dass man einen Tipp gibt und das Team nimmt den Attentäter, dann hat man die Partie sofort verloren, also das entsprechende Team, und das gegnerische Team hat gewonnen. Eine kleine Besonderheit gibt es noch, und zwar, es ist tatsächlich ein grübellastiges Spiel. Gerade die Geheimdienstchefs stachen manchmal wie apathisch auf diese 25 Begriffe. Und deswegen kann man zu jedem Zeitpunkt in diesem Spiel diese Sanduhr hier umdrehen und denjenigen, der gerade am Zug ist, damit unter Druck setzen. Weil jetzt hat er einfach nur noch Zeit, bis die Sanduhr abgelaufen ist. Bis dahin muss er seinen Zug gemacht haben. Es gibt ja natürlich eine unglaublich hohe Anzahl an Variationen. Die Karten kann man einfach umdrehen. Auf der Rückseite sind neue Begriffe. Und diese Karten hier mit der Auflösung können immer auch in 4 Seiten reingesteckt werden. Es gibt jetzt dabei noch eine Besonderheit. Und zwar sieht man auf der Karte auch immer, welches Team anfängt. Hier sind außen so kleine Striche. In dem Fall würde Team Rot anfangen. Team Rot hat in dem Fall aber auch einen Agenten mehr herauszufinden als Team Blau. Und so ist eben im Prinzip jede Karte aufgebaut. Sie ist entweder Blau oder Rot. Dasjenige Team fängt immer an und hat dann eben auch immer einen Agenten mehr herauszufinden. Codenames ist wirklich ein außergewöhnliches Wortrate-Partyspiel. Es ist auf Boardgame-Geek auch ziemlich abgegangen durch die Decke. Ich glaube, es ist immer jetzt schon auf Platz 1 Partyspiele. Und tatsächlich steckt hier einfach halt eine geniale Grundidee dahinter. Am Anfang denkt man so, okay, du musst irgendwie so Begriffe erraten, darfst ein Wort sagen, eine Zahl sagen, so what? Aber genau in dieser Reduktion steckt halt so viel drin. Das macht das Spiel nicht nur zugänglich für viele Leute, man kann es ganz schnell erklären, sondern das ganze Spiel entsteht halt in der Interaktion der Leute untereinander. Ich bin wirklich riesengroßer Flatter-Quartil-Fan. Fast alle seine Spiele haben ja für immer einen festen Platz hier in meinem Spielregal gesichert. Und so viel vorneweg, das gilt auch für Codenames. Dabei mag ich eigentlich gar keine Wortspiele, zumindest nicht besonders. Und als ich zuerst gehört habe, das neue Flatter-Quartil-Spiel heißt Codenames, da habe ich mir so ein episches Agentending in einer großen Schachtel vorgestellt, mit richtig viel Material und so einer dicken Anleitung, mit dem üblichen Humor, den seine Spiele in den Anleitungen auch oft auszeichnen, und dann war es einfach nur so ein Wortspiel mit einem Stapel Wortkarten, und dann war ich kurz enttäuscht, aber tatsächlich auch nur ganz kurz, weil Codename ist eine absolute Wucht. Wo der Reiz eben darin besteht, wie die Leute miteinander klarkommen, wie sie sich verstehen oder auch nicht verstehen, ob sie ans Gleiche denken oder vollkommen aneinander vorbei reden. Das macht Codenames in meinen Augen vor allem zum perfekten Mitbringspiel. Es zeichnet sich einfach durch seine geniale, unverbrauchte Grundidee aus, durch seine unglaublich hohe Varianz. Also kein Spiel, ich weiß nicht, ob da je ein Spiel dem anderen gleichen kann. Und ja, dass man es einfach in großen Gruppen spielen kann, ohne viel zu erklären, und da immer viel gelacht wird am Tisch. Was ich wirklich besonders cool finde, muss ich sagen, ist diese Sanduhr. Und zwar nicht nur, dass es einfach eine Sanduhr gibt und dass es da ein Zeitlimit gibt, was es ja bei vielen Spielen auch gibt, sondern eben die Tatsache, dass
irgendein anderer Spieler das jederzeit um die Saldo jederzeit aktivieren kann, um dann irgendwen unter Druck zu setzen, was ja auch wirklich wie so eine kleine Gemeinheit ist. Und das heizt sozusagen dann die psychologische Spannung, die dieses Spiel einfach erzeugen kann, noch weiter an. Und ja, ist nur ein ganz kleiner Kniff, aber macht halt auch wirklich dieses Wortratespiel zu was ganz Besonderem. Ich kann wirklich nur sagen, beide Daumen hoch für Codenames. Auch wenn ihr bisher einen riesen Bogen um Wortspiele gemacht habt, schaut euch Codenames bitte unbedingt an. Man muss lange, lange suchen, um da was dran zu kritisieren. Man kann aber sagen, dass es leider, es gibt eine Sonderregel für 2 und 3 Spieler. Das ist klar, ist irgendwie auch witzig, kann man bestimmt auch mal machen, aber es ist dann halt einfach, man spielt dann gegen einen Ghost-Spieler im Spiel zu zweit, der halt einfach, ich glaube, jede Runde eine Karte aufdeckt und je schneller man es dann halt schafft, desto besser ist dann so der Punktewert. Ja, also je weniger Runden man braucht, vor dem Ghost-Spieler fertig zu sein, der braucht halt logischerweise irgendwie 7 oder 8 Runden, dann hat er halt alle entdeckt. Aber das ist natürlich das nicht. Das ist nicht das Spiel. Aber ich sag mal, das ist halt auch die Stärke des Spiels, ist ja gerade meinen Augen, dass es so zugänglich ist und dass man da wirklich alle Leute rankriegt. Man kann es wirklich mitbringen, wo man eigentlich nicht hoffen darf, Brettspiele spielen zu können, in Urlaub oder zu Freunden, die eigentlich keine Brettspieler sind. Und ich glaube, man wird eine coole Partie Codenames spielen können und die Leute werden am Schluss sagen, tolles Spiel. Ich möchte den ultimativen Tipp finden, der auf alle Agenten gleichzeitig hinweist. Ich will einmal sagen, eine Zahl und unendlich so, oder null. Das haben wir gar nicht erwähnt. Man darf nämlich auch unendlich sagen oder null. Warum sollte man das tun? Da liegen vielleicht lauter Tiere aus und nur eins davon kann fliegen und das Fliegende ist es nicht. Also sagt man Fliegen null, das Team ist total empört, ich darf ja gar nichts machen. Null, konntest du aber nur. Die müssen trotzdem natürlich eins aufdecken. Die können eins aufdecken, ja, das muss man halt irgendwo geschickt in die Reihe einbauen und dann sagt man beim nächsten Mal Tier unendlich und dann decken sie alle Tiere auf, die nicht außer, fliegen. Ja, ja. Wenn sie ja, es ist wirklich genial, ihr merkt schon, man muss es einfach mal ausprobieren, aber es ist halt auch wirklich so ein No-Brainer, man kann einfach mit diesen 15 Euro nichts falsch machen, glauben wir, und deswegen sind wir auch beide davon überzeugt, dass Codenames wirklich besonders empfehlenswert ist. Wir arbeiten für Geheimdienste, ja, für unterschiedliche Geheimdienste. Der eine sind Geheimdienst Blau, die anderen sind Geheimdienst Rot. Die einen sind die Kommunisten, die anderen sind so würde ich das jetzt nicht betrachten. Und es geht darum, natürlich so schnell wie schon möglich. Schon so ein bisschen kalter Krieg, so die Roten und die Blauen. Blauen sind doch die Amerikaner, oder nicht? Ich weiß nicht. Das habe ich so noch nicht. Vollkommen frei von der Art von Affiziation. Doch, guck mal, die blaue Spiel. Frau, die sieht aus voll nach CIA aus. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls. Aber es hat nichts mit Politik zu tun. Also das Thema, muss man ja auch sagen, ist nicht so, ist cool, es passt total gut, aber ist offen für Interpretation, was da jetzt genau abgeht. Also in meinem Kopf laufen da immer sehr spektakuläre und actionreiche Agentenfilme ab. So, Codename Tanz, Codename Einhorn. Einhorn 5, Einhorn 5. Einhorn 5. Fabelwesen 8.